Before I begin, I just want to say a few words about what you hear in the following minutes. Erich Fried is quite a big name in Austria, especially in school. You learn about Erich Fried quite early, but not on a very steep level. It's rather like concentrated on his love poems, which was it is what it is. Which was also like this image I had for a very long time about Erich Fried. I started to write the blog for the Erich Fried Festival. It's a big literature festival in Vienna. I guess the one literature festival which really gets like very interesting writers from all the world to Vienna, especially from the UK and from the United States. During this job as a blog writer, I was about into contact like with different writers, Erich Fried, and also with there were like artistic interventions using this political work. And I thought altogether it's like I think a very very interesting approach, like also from a social political point of view, to work or to write about what's happening now. Not only about love and such things, but also there was like quite a good text of Fried about like the uprising revolution in Nicaragua. So like a political sense which is not very common nowadays in contemporary writers. In Austria. So that's why I want you to present like kind of a work in progress I'm working on right now. It's a performance, it has a lot to do with Bosnia. It's like based on a novel which will be published like in September. And it's like set between Vienna and Bosnia, and it deals like a lot about Bosnia nowadays and like how ex-Yugoslavia is like influencing, especially Vienna, it's like a very big part of the maybe culture and also. And how like the Bosnian War is still influencing lives. Coletta was like in Srebrenica in 2015, that was like the 20th memorial of the genocide in Srebrenica. That's the following text is mainly about this memorial. And I'm already, tomorrow I'm leaving for Sarajevo because I'm going back to Srebrenica for the big burial next week, the 22nd. Also to collect more video, more film material and like audios to work on this performance. There should be, like, in the end, hopefully, there will be like with video and audio stuff going on. And I think it's also like coming back to the love poems of Erich Fried. It is what it is, there's love. It's like in, especially like in Srebrenica, it's like the, it is what it is, it's a tragedy. The women who survived and like 8,000 men, their husbands, brothers, sons, lovers, murdered. Interrupted law, destroyed the bad exit law can take. Yeah. As it is like in German, I have here the English translation. I hope it's good. If it's okay for you, we will hand them out. And you can read it while I speak, or you read it afterwards. Mm-hmm.
So sorry for this long introduction. Can we maybe close the door? Sarah machte den Vorschlag, nach Srebrenica zu reisen, also fuhren wir von Wien Erdberg los. In einem der Busse, der jeden Tag um Punkt 18 Uhr von Wien Erdberg, Sarajevo oder Zvornik oder Bihać oder Mostar ansteuert. In Tuzla, unserer ersten Station, kamen wir bei Rif und Refika unter, der Cousine von Sarahs Mutter, und Sarah ganz erstaunt, wie Ismet sich verändert hatte. Der Sohn der Weiden, etwas älter als wir, in die 20 und ein Babyface, aber vom Kickboxen austrainiert, meine Fresse. Username Tiger, stellte er sich vor. Tiger nahm uns zur Basis. Am Dach eines Wohnblocks etwa, mit leichtem Schwindel sah ich runter in die nächtlich leeren Straßen. In einem Dorf, nicht weit von hier, sagte Sarah, ist ihre Mutter aufgewachsen. Tigers Krieg bestand aus Serben, Kroaten und Bosniaken, was uns wie eine Sehenswürdigkeit vorgeführt wurde, aber ich konnte mir nicht merken, wer wohin gehört. Zu viele Hände geschüttelt, zu viele Gesichter gesehen, Username Red, Username Fox und dauernd Smalltalk. Wie gefährlich diese Stadtviertel mit Namen Stupina nicht sei und wie gastfreundlich Bosnien im Allgemeinen. Man studiere Germanistik und hoffte auf einen Platz an einer österreichischen Uni oder noch besser einer deutschen. Und ich hörte von den 3 Monaten Highlight, wegen des Schengen-Abkommens, bei der Verwandten im Ausland, in Hamburg, Kopenhagen oder Linz. Und jetzt heißt es zwar, auf die nächsten 3 Monate, auf die nächste Party, auf das nächste Fußballspiel. Ein Bosnier, der seit Jahren in Graz als Automechaniker lebte, kreuzte mit Paletten Webs auf. So, wie er sich gab, musste Graz eine Metropole sein. Er genoss den Kurzurlaub und auch den heimlichen Neid auf seine Original-Jeans und Lederjacke. Fuck, sagte Tiger mit Blick auf ihn. Fuck, wozu weg, weg, wohin? Die Fresse im Spiel ist immer die deine, egal wo du bist. Fuck, sagte Tiger und pfefferte die volle Flasche Becks übers Dach hinaus. Mädels hoben Gläser und schrien, we are crazy, we like to party. Und Jungs vor am Ende der Speedlines in ihren Nasen auf wie alarmierte Erdmännchen. Während dieser Party erzählte Tiger uns von einem Cousin aus Prijedor im Norden Bosniens, der langhaarige Held der Stadtjugend, weil talentierter Gitarrist. Die Finger seiner rechten Hand tanzten über die Saiten. Egal, ob eine Schnulze zu Omas Geburtstag angebracht war, wenn man nachmittags am gedeckten Tisch saß oder Roma-Rhythmen für die späteren Stunden, wenn Oma längst schlief. Verbissen hatte Tigers Cousin täglich geübt, bis ein Lektrum zwischen seinen Fingern, zwischen den Fingern und seiner rechten Hand, jede Seite einzeln. Ein Lektrum zwischen den Fingern seiner rechten Hand schlug auf den Millimeter genau an, Millimeter, die über den Sound entschieden und die Seiten unterschiedlich schwingen ließen. Bei Besuch hockte der damals kleine Tiger aufmerksam zu. Wenn sein Cousin von der Überzeugung sprach, mit Musik einen sphärischen Raum zu erschaffen, der jeden Menschen beeinflusst, der über die Grenzen dieses Raums tritt und sich seinen Funk oder Blues ausliefert, denn Menschen wirken als Resonanzkörper, ihre Knochen, Haut, Haare, die Wimpern, die Nägel, die Zähne, jede Zelle absorbiert Schwingungen und reagiert darauf, glaubt ihr. Bei Kriegsausbruch im Frühjahr 1992 führte man ihn ab. Ein Verhör, nicht eher, behaupteten die Uniformierten. In ein paar Stunden bringen sie ihn zurück, sagten sie. Er kam nicht an diesem Abend nach Hause und auch nicht an den folgenden Tag. Und als sich die Flucht der Familie ins Ausland nicht mehr abwenden ließ, nahm seine Mutter die Gitarre mit, weil sie überzeugt war, dass ihr Sohn aufgrund einer Falschaussage im Gefängnis saß und bald, nachdem sich das Missverständnis seiner Haft aufgeklärt hatte, zu ihnen stoßen würde. Die Gitarre verstaubt jetzt sicher auf meinem Dachboden in Schweden, sagte er. Am Freitag, dem 11. Juni, fuhren wir weiter nach Srebrenica. Tiger baute sich vom Weg seinem Vater das Auto, wechselte die Kassette, Kollega und Fame Band rauf und runter, die Dankkosten teilten wir uns. Abends besuchten wir erstmals die Gedenkstätte in Botočar.
Marmorpfeiler, mehr als 8000. Die Gräber für die große morgige Zeremonie waren bereits ausgehoben. Auf grünen Schildern stand in weißer Schrift die Namen und Lebensdaten der Toten vermerkt. Daneben lagen auf Erdhaufen Schaufeln bereit. Am Samstag, dem 11. Juli, war das Feld bei der Fabrik, in der 1995 die holländischen Einzelsoldaten untergebracht waren, mit Bussen aus Travnik, Mostar und Banja Luka zugewacht. Einer hatte die österreichische Fahne am Heck, ein anderer an den Seiten die riesige französische Aufschrift Srebrenica ne jamais oublier. Besuchermassen wälzten sich hierher, bloß fort von der vom Himmel knüpfelten Sonne. Bikergangs wie The Wolf Brotherhood oder Sons of Bosnia zwängten sich zwischen den Autos hindurch. Wir, Tiger, Sarah und ich, nahmen den ersten Seiteneingang. Wir folgten dem Weg, den die Absperrungsgitter vorgaben und unter jedem Baum oder Strauch Menschen, jeder spärliche Schatten bereits besetzt von Trauernden, von Schaulustigen wie uns. 136 Tote. Ademovic, Hamed, Ademovic, 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 Amic, 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 Einer, der damals in anderen Gewissenwagen die Schuhe nicht geschaufelt hat, landete die Lage aus dem Geschlecht gewissens Ohr. Der Ausweg des Schutzprogramms von den Hass aufgenommen zu werden, allerdings, Zikaric, Lauchte von Kusel ein einziges Stück auf, nämlich die rechte Hand, ausgerechnet die rechte Hand, in Bottucciario, 136 grüne Särge, aus dem Fabriksangab und über die Straße getragen wurden, über die 8000 Trauten weitergereicht zu den Anverwandten, die bereit standen, um nach 20 Jahren ein Grab zu schließen und damit eine Leerstelle. Und dann ging eine Anspannung durch die Menge, nervöser Impuls wie ein leichter Stromschlag, Pfiffe, Rufe, ich verstand die Worte, Smrt und Cetnik von oberen Männern. Smrt und Cetnik und Alahu. Jetzt die Macht der Liste, als hätte sie alle Liste sie vereinzelt von einem Traum, zum nächsten Strand die Aufregung, Smirk und Chetnik und Alarm. Übertönten die Verhoffte, übertragen der Rede des Watchers, ich greife nach Sarahs Hand und auf den Kopf ein, die Stimme drum und sie schreit, Smirk, wir haben es zugegeben. Alarm, Alarm, Smirk und Chetnik und Alarm. Die unerklärliche Bewegung, der ich mitten in der Menge nicht auskam, machte mir Angst, Tiger und Sarah und ich und alle anderen wurden eins hier, bildeten meine festen, kompakten Körper ein, unerwartet. Von einem zum nächsten springende Hut, eint uns wie zu einer Faust, die auf irgendetwas irgendwen hinschlagen wollte. Efendic, Alilovic, Mehmedalir, Alilovic, Hasanovic, Hasanovic, Vucic, Hasanovic, Jusak, Hasanovic, Jusak, Hasanovic, Ibn. Alexander Butch, Tiger schob uns zurück zum Friedhof. Sarah zum Greifen nah. Und gerade wollte ich meine Hand dafür ausstrecken, wollte ich sie bei mir haben, weil die Sonne zusätzlich und beschwindig war, als die Pfiffe und Schreie wieder aufflammten, die uns alle wieder anspannten, wieder zum Haus folgten. Und diesmal gab es ein Ziel, nämlich die Gruppe, die den Hang hochlief, ein seltsames Gebiet, der aus aufgespannten Regenschirmen und schwarzen Anzügen die Sonne blendete. Smoniga, Cherek, I Allah, die Allah, Reserve, Cherek, und der Allah, Reserve.
vielleicht, dass wir alle denselben Gedanken hier, dass wir so wichtige Geschichte meinetwegen. Weil jetzt von den Fiktionen hier so, unter den Richtlinien, man muss Alexander Putschik, Stalin, Zeit, man muss auch von der Verlohnung und Gerechte begleiten, von den Kerstorfen, die sind noch unsere Gräber, die kaum Steine, aber auch wieder ab der Lärmbuchs und die Schreie von wegen, Gott im Chepnik, Gott ist groß, Gott im Chepnik, Gott ist groß, Gott im Chepnik, Gott ist groß, oh wow, look at that. Riemen grauer Gedüb neben mir, als würde ein Heimvideo kommentieren. Längst war drei Gedanken das Kabelinfo, Digga. Dachte ich mir, wie es Moment der geworfenen Steine und Flaschen des Dachens und des Johels her. Schützende Druck nach dem Buchschicht zu den Limbus und Taucher des thermischen Premierinternet oder Schleckäpfel. Die Aufregung wieder verschwanden wie die Weißes in den Taschen. Als wär's mal die Show gewesen, so Brot und Spiele und Erhaltung. Mejanovic Safir, Mejic Hamid, Mehmetovic Hakim, Mehmetovic Cedric, Mehmetovic Nils, Mehmetovic Fisem, Mehmetovic Riffet, Mehmetovic Safir, Mehmetovic Nuri, Mehmetovic Isas, Mehmetovic Ramiz, Muranovic Anak, Muranovic Buhar, Muranovic Zeyar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Mušić Enver, Mustafić Kosov, Mustafić Mir, Mušić Zagor, Mušić Lugar, Mušić Felder, Mušić Muhaj, Nukić Zarin, Omerović Hans, Osmanović Rifet, Osmanović Šaban, Osmanović Ismet, Ramčević Ibrahim, Zahilović Erdo, Zahilović Čulfo, Zahilović Hasan, Zahilović Zena, Zahilović Rafik, Zahilović Isak, Zahilović Ibrahim, Zahilović Mehmeti, Zahilović Sadu, Zahilović Selim, Zahilović Hajruda, Zahilović Murat, Zahilović Habrin, Zahilović Afrik, Zahilović Ibrahim, Zahilović Zani, Zahilović Zahat, Zmajić Hamš, Zmajić Fjerd, Zmajić Izo, Zmajić Ramos, Zmajović Hegel, Zmajović Jusuf, Zmajović Hegel, Zmajović Jusuf, Zmajović Amir, Sulemanović Zeyn, Zulajić Afrik, Zulajić Harald, Zulajić Berg, Zulajić Jusuf, Zulajić Recep, Zulajić Hayro, Dalović Enzat, Tihić Amo, Uzanović Ekrem, Velić Beću, Zurić Ism, Cukić Alada, Cukić Velada. Im größten Hangar kannst du dir vorstellen. Bilder von Gegenständen, die aus den Massengräbern gefunden worden waren. Brillen, Pistolen, Amulette. An einer Wand hing die vergrößerte Fotografie einer Mutter zweier kleiner Kinder, die 1995 mit dem Tross der Srebrenica Vertriebenen nach Tuzla gelangt war und sich in einem Wald unweit der Stadt erhängt hatte. Sie trug eine rote Weste, einen weißen Rock, aber keine Schuhe. Das Gesicht von Haaren verdeckt, schien sie aus dem dunklen Wald raus, langsam in die Tageshelle aufzusteigen, die hinter den Wipfeln zu erkennen. Thank you very much for listening.